open up. Vor allem, weil ich jetzt 500 zu 1. Was? 500 zu 1? 5, 4, 3, 2, 1. Achso. Ich hab einfach. Oh, 500 zu 1. Was? Gut, hallo. Nochmal. Ja, braucht man nicht, egal. Wann ich jetzt aufstehen muss, weil ich mich ja bis dahin vom Rechner wegsetzen muss, auch zu. Es ist so, wie bei dir geht. 500 zu 1. Das fand ich jetzt gut. Ja. Ja. Läuft ja noch. 500 zu 1 stimmt trotzdem irgendwie, wäre es momentan 3 zu 1. Also, okay. Nee, 2 zu 1. Nein. Warte, hat der kein Intel? Doch, okay. Also, ich hab das Intel nicht. Ach, das eine wurde noch grau angezeigt, weil er geschlafen hat. Genau. Okay. Wow. Das war armselig. Ja, so ziemlich. Das ist der richtige Deckel-Volltreffer. Wie viel Glück muss man noch haben, ne? Das war ja schon fast Nuzlocke-mäßig. Ach man. Machen wir es anders. Ich habe gerade keine Lust mehr, mich mit den schlagen. Also heißt es erstmal Capoeira dekryptonisieren. Du meinst fürs Nebel. Was Nebel? Ja, kann sein. Was Nebel? Also auf in die Emiraten. Es werden immer die Emiraten bleiben, egal wie auf Emirate da drin steht. Ja. Latein. Wahl. Lernen. Du hast eben mindestens 12 Abonnenten verloren. Weil. Weil du das Thema Latein und Lernen angebracht hast. Guck mal, es sparkelt. Spiel mich hier Rogue. Da ist ein Pokémon, dessen Herz geöffnet werden kann. Ja. Und ja, ich habe eine große Schere in der Hand, die ich gerade imaginär. Ja, ich leg die vielleicht lieber weg. Wäre gut. Ja, das hat aber. Die Tür zum Herzenfossil ist offen. Warum haben die eigentlich alle Türen zu ihren Herzen? Keine Ahnung, um die Herzkammern besser betreten zu können. Geil, Finte. Wow. Aber hey, wir haben wieder eine Unlechtattacke. Das brauchen wir gegen die ganzen Psycho-Pokémon auch so unglaublich dringend. Wir haben 1244 und ein Band. Jetzt haben wir eine Band. Was? Ja. Wackel. Tumbling Rocks, was? Nein. Tumbling Rocks, ja. Ja, keine Ahnung, worauf du angespielt hast. Echt nicht? Nee. Es ist oh Mann, viel zu früh. Unser Commentary ist einfach so stumpf. Fast so stumpf wie Vego, der gegen eine Wand rennt. Ja nun. Hier spricht immer noch meinen grundlegenden Eindruck der Physik, dass man so schräg einfach so hochlaufen. Deswegen läufst du lieber gegen die Wand. So, was hatten wir denn noch? Hallo, meine Damen und Herren, wieder bei Colosseum. Ah, ich und Orkus eigentlich schon im Colosseum. Hat das Orkus im Colosseum? Ja. Ich glaube fast, dass ich keinen Schimmer habe. Eigentlich ziemlich sicher. Ansonsten glaube ich, kann man nochmal reingehen. Ins Kolosseum. Noch einmal. Das
So, ist so ein Thema, wir powern heute vielleicht die Folge einfach durch bis zum Ende. Das wird noch eine zweite Aufnahmesession geben. Onkel. Markus. Ah. Ich hatte ja nicht mit den. Ja. Versuch zu. Eigentlich willst du nicht, aber. Dein momentanes Team. Raus. Ich bin frei. Nicht länger. Übrigens, ich kann auch gerne gehen, wenn du willst. Nicht du, sie. Ich finde es toll, wie die Zuschauer fast so flach sind wie der Humor. Ja. Willst du in dem Junk-Shop was einkaufen gehen? Ja, bestimmt Junk. Oh, ja, da war was. Nee, warte, du weißt davon, dass. Ich hatte das mal gespielt, als ich im Teamspeak mit dir war und dass wir nicht dabei waren, glaube ich. War das awkward? Das war awkward, weil ich gegen Perlo und so gespielt habe, auf viel zu hohem Level und das einfach gewonnen habe am Ende, glaube ich sogar. Bin mir eigentlich sicher, das ist die erste Stunde. Das kann auch sein, aber hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin, das kann ich jetzt ziemlich versprechen. Oh. Wasser, Wasser, Eissturm, aber Eissturm geht ja nicht gegen Wasser. Wie schön das wäre, wenn ihr jetzt irgendein Pokémon mit Wasser oder Elektro dabei, Pflanze oder Elektro dabei hättest, ha? Mhm. So was wie das Ampharos, was du hättest mitnehmen können, oder das Papunga, was du hättest mitnehmen können. Hätten Papunga mitnehmen können? Sagen wir so, ich habe eins, also ihr hättest das mitnehmen können, ja. Finte, denke ich, ja, als kannst du. Finte hat halt den Step-Bonus. Ja, komm, warum nicht? Finte ist, soweit ich weiß, wenigstens eine Always-Hit-Attacke. Ja. Bin mir nicht sicher. Das ist immer dieses Ballerfisch hat, glaube ich, Möglichkeit bei physischen Attacken zu vergiften. Würde halbwegs Sinn. Hat's auch. Schlafe. Schlaftaktik. Also Perlo und Dings einschläfern und dann einfach warten, bis der Tierarzt die abholt. Ja, die Rakete ist übrigens, glaube ich, sogar eine Käferattacke. Käfer oder Pflanze? Das ist ein Käfer. Keine Nadeln abspannen. Kakteen? Glaube ich auch eher Dorn. Kläfer, ich kann den Fisch auch mit ab. Tannen? Ja, übrigens ja. Du hast mir nicht zu Tannen geantwortet? Tannen, ja, Tannen haben Nadeln, das stimmt. Aber die schießen sie nicht so ab. Fische schießen auch keine verwirrenden Ringe aus Wasser durch die Gegend. Oh, der Schalbe. Das war eher Krebs, aber. Aquabälle, meinte ich damit. Ja. Eigentlich. Katzenartige Viecher verwenden noch keinen Eissturm. Das ist gut. Lag. Ja. Ist einfach im Schlafzeug. Schwabbelt. Schwabbelt. Ja, nun. Irgendwann tut's ja nicht. Ah. Muss dir irgendwann passieren. Aber halt an psychischen Attacken hätten wir Wasser. Und Wasser ist das ein bisschen ineffektiv. Oder Eis. Viel mehr Sachen haben wir da nicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Egal, das Teil ist weg.
Idee und Befreiung. Ach ja. Man könnte sich gar nicht denken, wer wohl das Vorbild von diesem Spiel, von dem Trainer ist. Heißt Sturm? Dürfte normalen Schaden machen, wenigstens bei dem Vieh. Oder sogar starken? Ich bin mir sowas nicht sicher. Eben. Oder auch nicht. Oder Eissturm nicht, oder... Eissturm nicht, okay. Kein Eissturm für dich. Oh, Konzentrator. Oh. Gut, doch Eissturm. Das ist viel Schaden. Nicht unbedingt. Wow. Dead KI. Oh, ich hab das egal, oder? Also ziemlich wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, wie stark Hassphorie momentan hier wird. Einmal Schaden ist so viel, zwei... Oh, Kratzfurie ist um einiges stärker, würde ich sagen, ja. Das ist nur zweimal getroffen, aber es hätte auch fünfmal treffen können. Obwohl ich weiß nicht, wie viel Schaden Finte an dem Vieh macht, oder also, wenn es nicht einfach Finte. Heilt sich das nicht? Zwischen den Kämpfen schon, ja. Ach, und ihr dürft mich gleich sehen, wie ich am Automaten versage. Das könntest du aber theoretisch rauscutten, also so ist nicht. Oder wir lassen es drin als Folgenstrecke für den epischen Countdown. Ich brauche keine Folgenstrecke gegen dein Geld dafür. Nicht ein. Who cares? Ich liebe es, wie dir meine Aussage komplett egal. Ja, das ist doch die Aussage, die du getroffen hast. Meine Aussage war, nächstes Mal verwendest du Finte, um zu testen, wie viel Schaden das Kratzfurier Vergleich wirklich macht. Ja, das ist ein bisschen was her gewesen. Das war die letzte Runde. Und Damioplex ist nächste Runde tot. Ich. Du hast ja noch 5 Hyperheiler dabei, also nur falls kannst du auch immer die noch verwenden. Ja, nee. Und du haust halt einen normalen Trank rein, dann ist der weg und dann hält er noch eine Runde das Vieh. Ja. Katzwurbel. Ja. Hat eine Chance auf mehr Schaden. Ich einfach nicht verstehe, wie sie einfach nicht auf Dummy-Plex gehen. Ja. Ach, jetzt schon. Genius. Natürlich gerade, wenn beide aufgewacht sind, ne? Ich glaube, ihr Areal ist zum Befreien. Boah.
Herzflug. Mach aber mal, mach das auf Perlu. Wir machen mit Blutsack auf Lambrero. An sich keine starke Attacke, aber wir können ja mal gucken. Ich will nochmal sehen, wie viel Schaden es jetzt wirklich macht. Das ist gar kein. Okay. Blutsack ist eine Figur, doch stark genug gegen Pflanze, das sollte man nicht merken. Nein, das Wasser. Kryptoschlag. Blutsauger ist an sich eine sehr ziemlich schwache Attacke. Okay. Ist so praktisch die Standard-Käfer-Attacke von Zubats. Macht Sinn. Ja, ist auch so. Ja, macht Sinn, sag ich doch. Leech Life und so. Das, was nächste Runde ist das Vieh tot und du hast gewonnen. Du hast gewonnen? Ja, hast du noch so eine seltene Erfahrung. Müssen wir noch das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale schaffen. Ah, das geht. Ach, oder auch nicht. Ariados, best Pokémon. Almost dead einfach. Nebenbei jetzt Blutsauger. Oder Ruf. Ruf macht mehr Sinn, ja. Willst es ja befreien. Ärmer am Kopf schon. Macht Sinn, Insekt. Und außerhalb von Sekt? Außerhalb von Sekt sollte man keinen Kopfstand machen. Aber Insekt schon. Der Insekt wird mehr von den kleinen Blasen halten aus dem ne Wasser verdrängen. Du kennst die Physik. Ja. Oh, du bist ein Held. Oh mein Gott, Biker Smudo, nee, das ist. Bin mir ziemlich sicher, dass ich in dieser Arena gekämpft habe, ja. Okay. Ich hatte das mit Papunga und Ampharos so schön leicht. Und immer schön Mantax als Backup, weil das irgendwie jede Wasserattacke gefressen hat. Ja, du kennst die Prozedur. Kratzfurie, Finte. Denselben Kram wie immer. Wohl eher Kratzfurie. Achso, und nebenbei, einfach nur, weil das in jede Aufnahme gehört und jede gute. Ja. Mini-Donuts. Ach, die auch. Congratulations, your level of Mini-Donuts has reached a new high. Ich habe nämlich jetzt gefüllte Mini-Donuts. Boah, was ist das? Mit Füllung. Abendfüllung. Füllung. Marmeladefüllung. Da das hier drei verschiedene Sorten sind, alles drei. Boah. Dann hol auch, die gibt's im Discounter. In den beiden großen Supermarktketten hier in unserer Gegend. In beiden? Glaube ich. Oder einer von beiden. Ich denke, das
Ich auch. Ah. Das bringt dich um. Weiter weg. Okay. Das bringt das auch. Ja. Ja, sehen. Ariados, was er macht. Also allerdings auch nicht mehr. Ariados macht aber mehr Sinn als Kaelfel. Weil Ariados nicht anfällig ist. Weil Kaelfel ist damit nicht direkt anfällig, aber. Ariados ist wieder nervig, Habelschnarf. Aber weiter. Matschbombel ist eigentlich gar nicht so schlecht in dem Fall. Auf Seon würde ich sagen, ja. Wenn wir das zumindest mal los. Das dürfte nämlich Eisstrahl können, das würde Ariados ziemlich wehtun. Ups, alles in Ordnung. Matschbomb ist nämlich eine ziemlich starke Gefahr. Ich. Wir haben jetzt ein normales Wasser-Pokémon mit Gift besprüht. Am Ende kommt der Tag aber raus. Und hier, schön viel Capoeira. Capoeira, ja. Capoeira, ey. Vor allem, ich einfach Capaloris sagen wollte. Capoeira, was? In dem Fall, glaube ich. Ansonsten eher Finte, hätte ich mit Mundtier gesagt, aber hey. Mundtier kannst du eh gleich mit Capaloris. Capoeira! Ah! Dann schauen wir nochmal aufziehen. Doch, ja. Gegenschlag, ne? The Damage. Touch, wow. Touch Pain. Da kommst du. Oh. Alter. Eins hier, ich hab nicht. Nein. Das ist auch besser so. Ich hab den nämlich auch komplett falsch gemacht. Weil ich mir eigentlich merke, ich ihn B doof finde und C. Das Gesicht einfach zum Kotzen ist. Das war's. Derp. 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 Capoeira. Capoeira.